Hallo, hallo, hallo. Und da sind wir wieder in Tomb Raider Remastered. Ja, wir befinden uns immer noch im Tempel des Midas. Hä? Hat sich da oben was bewegt? Irgendwas war da. Habt ihr es gesehen? Da war irgendein Schatten. Ich lade nochmal. Das will ich mir nochmal ansehen. Also da lang. Und da oben war was. Ja, seht ihr es? Da bewegt sich was. Ah, da sind wahrscheinlich nur noch mehr Gorillas. Toll, toll, toll. Das ist so das Einzige, was ich nicht mag in dem Spiel. Bei den ganzen Indiana Jones Spielen hast du immer nur Nazis erschossen. Und hier musst du die ganze Zeit... Oh, hier geht's hoch! Oder auch nicht. Also ich erschieße lieber Nazis als Gorillas, weil die sind vom Aussterben bedroht. Nazis jetzt nicht so. Nee, da geht's nicht hoch. Oh, ich müsste mal einen Heiltrank nehmen. Ein Medikit. Ich habe gar nicht so viel Leben. Besser? Da freut sich Lara. Okay, geht's hier irgendwo weiter? Also ich hätte ja gedacht, dass ich da irgendwie von da nach da irgendwie hochspringen kann, aber da rutsche ich ab. Aber irgendwas muss es hier, also irgendwas muss da ja sein. Ich hab was grunzen. Oh! Noch ein Gorilla! Ey, der soll mich aber ja in Ruhe lassen. Und wo kommt der jetzt her? Dreh dich mal um, Lara. Wir bleiben mal hier oben. Und hoffen, dass der nicht zu uns hochkommt, während wir den abknallen. Tierschutzorganisation hassen, Lara Croft. Wo ist er hin? Hallo, Herr Gorilla. Weg. Okay, kann ich verstehen, dass der abgehauen ist. Ich würde auch nicht so darauf stehen, abgeknallt zu werden. Ich habe gehört, das ist nicht so gut für die Gesundheit. Okay, was ist hier? Kann ich da irgendwie hoch? Wahrscheinlich, nee, da geht auch nichts hoch. Hm. Ah. Da ist er. Okay, jetzt habe ich ihn. Okay, hier oben war diese komische Garten, oder? Ach nee, hier war dieser komische Innenhof mit den Steinen. Ich probiere mal was. Ich glaube, ich muss ja hier hoch. Dann in Position gehen und... nee, noch einen Schritt zurück, Lara. Jetzt einen Schritt nach da. Nee, da komme ich so im Stand nicht hoch. Da muss ich ja wohl von irgendwo hier immer so rüberspringen und dann da hoch oder so. Aber ich finde jetzt gerade... Ah, so wahrscheinlich, ja. Okay, gucken wir mal, ob das so geht, wie ich es mir vorstelle und ob die Kamera vor allem mitspielt. Nee, macht sie natürlich nicht. Kamera, du bist echt so ein bisschen nicht, ja. Ach, geschafft, okay. Gut. Jetzt muss ich von hier nach da. Und das wird nix, das wird nix. Gut, 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 das wird nix. Ah.
Also nochmal darüber. Das klappt. Dann probieren wir mal darüber. Das klappt auch. Dann kann ich da hoch, aber da oben ist nichts. Schade, da könnte wenigstens ein Medikit oder sowas oben sein, aber... Liegt da was? Ist da irgendwas? Nee. Aber ich komme von da nach da. Hä? Ah, das bringt... Doch, da liegt was. Da liegt Munition. Seht ihr das? Da liegt Munition. Und ein Medikit. Ach ja. Und wieder dringen wir in Orte vor, in die seit Äonen kein Mensch mehr vorgedrungen ist. Außer der Typ, der immer die Medikits verteilt. Der ist immer schwer beschäftigt, der arme Mann. Und nie wird's ihm gedankt. So, und... Oh, nein, 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 ah. Hüpfen, nicht fallen. Hüpf! Ja, gut so. Okay, ich höre irgendein komisches Geräusch. Klingt nach Feuer. Okay, dann springen wir mal dahin. Springen! Und, up. Ah, zu weit! Aua, das hat Leben gekostet. Okay, okay. Geht aber noch, geht aber noch. Okay, wir sind oben. Dann springen wir da ein. Hat geklappt. Dann nach da. Hat geklappt. Okay. Dann nochmal einen Schritt zurück und Anlauf nehmen. Dann nach da. Hat geklappt. Ha, langsam habe ich so ein bisschen den Dreh raus. Wetten, gleich verkacke ich, weil ich das gesagt habe, das so mit Ankündigung, so nach Motto, jetzt kann ich's, jetzt kann ich's. Jetzt kann ich's doch nicht. Ha! Ah, da sind Hebel! Seht ihr das? Da sind drei Hebel. Wetten, die lassen wieder irgendwas frei, das uns auf... Ah, der Soundtrack ist schon schön. Nächster Hebel. Okay, das hat jetzt gerade nichts gebracht, glaube ich. Ich glaube tatsächlich, dass es hier eine Kombination gibt, welchen Hebel ich in welche Richtung schieben muss. Da sind fünf Hebel. Da gibt es bestimmt irgendeine Kombination. Das ist nicht einfach nur Hebel runterdrücken. Das ist bestimmt eine Kombination. Ah, und hier unten ist noch ein Hebel, also sechs Hebel. Okay, der öffnet einfach nur die Tür da. Da muss ich dann nicht mehr hochspringen. Okay. Hat sich hier sonst irgendwas getan? Ups, ich finde das Tomb Raider-Thema ist ja echt schön verträumt.
sich irgendwo irgendwas getan. Ich höre immer noch dieses Geräusch von Flattern oder Feuer oder was das ist. Aber so wirklich irgendwie eine Tür geöffnet hat sich nicht. Ich schätze mal, wir brauchen die richtige Kombination. Oh, jetzt sind auch wieder alle Hebel in derselben Position eingerastet. Ich schätze mal, wir brauchen die richtige Kombination für die Hebel. Ich probiere aber gerade mal was aus. Und zwar mache ich mal gerade ein schönes Thumbnail. Ja, das ist doch schön. Das ist doch schön. Das hat ganz viel Schönes. Gut, und weiter mit dem Spiel. Okay, dann kann ich jetzt hier erstmal nichts weitermachen, glaube ich. Da komme ich gerade nicht hoch. Und diese Steinblöcke kann ich auch nicht schieben. Dann schaue ich mich nochmal in den anderen Räumen um. Irgendwo muss es ja weitergehen. Aber ich trinke erstmal einen Schluck Tee. Ein Schluck Tee tut immer gut. Ah, was tut der Tee gut? Okay, da ist nix. Da war das und hier war habe ich gerade vergessen. Ach doch, hier war der Garten. Hier habe ich mich noch gar nicht richtig umgeschaut. Okay, hier ist eine Sonnenuhr. Von dort oben scheint Sonne rein. Kann ich mit der Sonnenuhr irgendwas machen? Nee, aber da oben ist ein Medikit. Das ist fast noch wichtiger als die Sonnenuhr. Oh, und da ist ein Gang. Und die Kamera, ja. Ne, Kamera. Aha. In den Gang sollst du. Da ist der Gang. Okay, hier muss irgendwas sein, aber ich sehe gerade dank der Kamera nur Laras Stirn und das ist toll. Ich meine, sie hat eine schöne Stirn, schöne reine Haut, aber ich würde gern irgendwie ein bisschen mehr sehen, weil ich sehe gerade echt... Ah, okay, hier geht's weiter. Also die Kamera ist teilweise echt... nicht das Gelbe vom Ei. Oh! Da ist eine Statue des Midas. Ich speichere mal. Ihr kennt doch alle die Legende von Midas, von König Midas. Der sich gewünscht hat, dass alles, was er berührt, zu Gold wird. Was passiert wohl, wenn wir in König Midas Hand treten? Wir machen's mal. Ich kann das hier und da einsetzen? Nee, aber ich kann da irgendwas einsetzen. Aber sie will gerade... Sie will nicht. Jetzt. Nee, komm. Spring in die Hand. Die Leute wollen das sehen. Glaube ich. Oder auch nicht. Ah, und sie steht in der Hand. Oh, welch Wunder. Lara wird zu Gold. Ah, ist sie nicht goldig? Ja, der war schlecht, Entschuldigung. Okay, was gibt's hier? Hier gibt's Füße für Fußfetischisten. Die Hand gibt's, mit der kann ich irgendwas machen. Da muss scheinbar irgendwas rauf. Die Füße gibt's.
Ist da oben irgendwas? Nee, da ist nichts. Oh, die Kamera spackt gerade wieder rum. Hier kann ich hoch. Aber das bringt mir erstmal nichts. Okay, ich habe die Hand des Midas gefunden. Aber was bringt mir das jetzt? Ich kann da irgendwie mit interagieren. Ich kann da irgendwas reinlegen in die Hand. Aber was? Keine Ahnung. Okay, aber wir haben schon mal was gefunden. Dann gehen wir nochmal hier runter und schauen uns nochmal ein bisschen hier im Garten um. Okay, hier ist noch ein Gitter, da können wir nicht durch. Oh, schaut euch mal diesen richtig schön, diese echt schön gemachte Hecke an, weil das soll wahrscheinlich eine Hecke sein. Oh Gott, das ist so richtig, richtig. Also das ist wirklich Retro 3D. Ein Springbrunnen. Schön, schön, schön. Ich schalte mal auf die alte Grafik um. Ja, das soll eine Hecke sein. Ach, ist das süß. Das ist echt niedlich gemacht. Okay, da ist Midas Hand. Was muss ich jetzt machen? Ich bräuchte jetzt etwas Inspiration. Eine Idee oder so. Aber ich habe keine. Ich gehe noch mal hier rein. Okay, Waffen raus, falls hier irgendjemand ist, der uns irgendwas Böses will. Zum Beispiel noch so ein netter Gorilla. Okay, was hat der Hebel da gemacht? Ach, okay, das ist nur der Hebel fürs Gartentor. Okay, dann habe ich hier alles gemacht. Weil mehr gibt es hier nichts zu tun. Dann brauche ich die richtige Kombination für den Raum mit den 5 Hebeln. Findet man da irgendwo einen Hinweis für? Oder war das wirklich so Trial and Error? Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Da oben war ich, oder? War ich da oben? Da ist was. Da kann man irgendwie hochspringen, würde ich sagen. War ich da oben? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Verdammtes Kurzzeitgedächtnis. Nee. Aber da muss man irgendwie hochkommen. Da ist ein Raum. Kann ich hier irgendwas schieben? Ich glaube nämlich, dass ich da rein muss. Sagt mir zumindest gerade mein Bauchgefühl. Kann auch einfach nur sein, dass ich Hunger habe. Man darf sich aufs Bauchgefühl nie so ganz verlassen. Bauchgefühl ist so eine Sache. Bin ich verliebt? Habe ich Hunger? Habe ich Durchfall? Kann alles sein. Ja, der Bauch kann einen echt trügen. Ihr denkt, ihr seid verliebt, ihr habt Schmetterlinge im Bauch. Nee, nee, ist nur ein Bandwurm. Okay, das macht sie nicht. Aber ich glaube, dass ich da auf die Säule hoch muss. Dann von der Säule darüber. Springt sie von hier auf die Säule? Hupp. Nee, nee, nee. Das muss von da sein, glaube ich.
Das ist eigentlich jetzt hier der logischere Dingsbums. Die logischere Position für den Sprung. Also von da nach da. Aha. Ja, das muss eigentlich so gehen, glaube ich. Also theoretisch. Aber ich bin ja kein Theoretiker. Nein, nein, ich bin ein Praktiker. 20% auf alles aus der Tiernahrung. Ach komm, Lara, jetzt halte ich doch da mal fest. Okay, macht sie nicht. Ah, da sind zwei Eingänge. Da geht's hoch und rein und da geht's hoch und rein. Hm. Wie komme ich denn da hoch? Oh. Hm. Ich glaube, ich muss da irgendwie hoch. Ich meine, sie kann ja schon hochhüpfen, aber dann dafür auch nicht hoch genug. Also ich glaube echt, dass wir von hier auf diese Säule müssen. Ach, nee, nee. Kann ich die Säule irgendwie umballern? Nee, nee, nee. Das ist nicht die Lösung des Problems. Kann ich von hier auf diese kaputte Säule springen? Glaube ich eigentlich nicht. Wupp. Nee. Kannst dich da hochziehen? Nee. Ja, aber ich glaube, ich muss da hoch. Nee, das wird nix, das wird nix. Ich glaube, ich muss da irgendwie hochkommen. Ich gehe nochmal in den anderen Raum und spiele da nochmal mit den 5 Hebeln rum. Vielleicht drücke ich ja durch Zufall den richtigen Hebel. Man weiß es nicht. Außerdem muss ich noch rausfinden, ob man die nur nach unten drücken kann oder auch nach oben. Weil dann wird es noch komplexer. Dann heißt das, es gibt 3 Stellungen, in die der Hebel sein kann. Mittig, oben, unten und dann wird das mit Erraten erstmal nix. Dann müsste ich da wirklich irgendwo einen Hinweis finden. Ich bin ja nicht so gut in Mathe, aber 3 hoch 5 Kombinationen, das könnte ein bisschen dauern, das auszuprobieren. Oh, das ist 5 hoch 3. Egal. Da lang. Lara, Kamera. Wupp. Ach nee, ich muss da gar nicht mehr hochklettern. Stimmt ja, stimmt ja. Ich habe ja hier die Tür geöffnet. Okay. Woran erkenne ich jetzt, wie ich das einstellen muss? 5 Hebel. Da sind Wandreliefs von nackten Ringern. Die helfen mir nicht. Da sind... Wie viele Türen gibt es denn hier in dem Raum? 1, 2, 3... Es müssten, glaube ich, 5 Türen sein. Nö, scheint tatsächlich nur 3 Türen zu sein.
Okay, ich spiele mal mit dem Hebel hier. Okay, der hat nur zwei Positionen. Was macht der Hebel da? Oh nee, da wollte ich nicht runterspringen. Autsch, 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 autsch. Oh. Okay, also nochmal da hoch. Ah, guck mal, was hier an den Türen steht. Da sind Symbole. 5 Stück. Okay. Omega, Omega, Y, Omega, Y. Okay, ist sowas an jeder Tür dran? Y, Omega, Omega, Omega. Okay, hier war noch irgendwo eine Tür. Y, Omega, Omega, Omega. Ich probier's mal aus. Muss ich nur rausfinden, was von beiden oben und unten ist. Okay, sind alle wieder in der Gleichstellung? Nee. Dann runter. Okay, jetzt sind alle unten. Jetzt drücke ich den mal hoch. Okay. Nee, dann muss der wohl runter und alle anderen hoch. Dann müsste sich die eine Tür öffnen. Theoretisch. Wenn ich es richtig interpretiert habe, das Rätsel. Gut möglich, da ich das nicht habe. Hoch. 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 Ich habe gesagt, hoch, hoch, nicht springen. Lara. Hebel drücken. Ja, brav. Und hoch. Und wir sehen, dass das nichts gebracht hat. Weil da war die Tür. Oder? Y, Omega, 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 Omega. Also nochmal den da runter. Hat sich was getan an der Tür? Ja, jetzt ist er offen. Seht ihr das? Ha! Ich habe das Rätsel gelöst. Mit meinem eigenen Gehirn. Preise das Gehirn. Preise das Gehirn. Okay, Waffen raus. Da ist bestimmt irgendwas Böses drin. Oh, da ist lauter Feuer. Und da unten ist Wasser. Und da sind... riesige Ratten im Wasser. Korrigiere, da waren riesige Ratten im Wasser. Okay, wie mache ich hier das Feuer aus? Okay, da sind auch Tore im Wasser. Okay.
Okay, ich gehe mal hier ins Planschbecken und schaue mich hier mal um. Ob es hier unten irgendwas Interessantes gibt. Nee, hier gibt es auch keinen Zugang oder so. Nee, hier sind alle Tore verschlossen. Also muss ich wahrscheinlich erst woanders hin und das Feuer abstellen. Weil ich glaube, so das Feuer tut uns gar nicht so gut. Okay, dann probiere ich gleich mal die andere Kombination für den anderen Raum aus. Wobei... Nö, ich glaube, ich mache jetzt mal einen Schnitt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es feurig heiß hergeht oder so. Tschüss.